Der Tulit und seine Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute dreht sich alles um den Tulit, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Tulit, auch bekannt als Rosalit oder Pinker Zoisit, ist ein seltener und faszinierender Edelstein, der durch seine einzigartige rosa bis rote Farbe besticht. Er gehört zur Familie der Epidotminerale und ist eine Variante des Zoisits. Tulit wurde erstmals in Norwegen entdeckt und ist nach der alten Bezeichnung für Norwegen, Thule, benannt. Heutzutage findet man Tulit hauptsächlich in Norwegen, Australien und den USA. Der Stein ist bekannt für seine lebensbejahenden und motivierenden Eigenschaften und wird häufig in der Kristallheilkunde eingesetzt. Seine Mooshärte beträgt 6 bis 6,5 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er relativ widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Bevor es weitergeht, möchte ich dich einladen, auch unseren neuen Online-Shop einmal zu besuchen. Dort findest du viele verschiedene handverlesene Trommelsteine bester Qualität und andere schöne Dinge. Den Link mit einem Neukundenrabatt findest du unten in der Videobeschreibung. Wirkung von Tulit auf die Psyche. Tulit wirkt positiv auf die Lebensfreude, das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe. Er fördert die innere Kraft, Ausdauer und Kreativität und unterstützt dabei, Herausforderungen mit Optimismus und Entschlossenheit anzugehen. Tulit hilft, Ängste und Selbstzweifel abzubauen und unterstützt bei der Verarbeitung von negativen Emotionen. Der Stein stärkt die Willenskraft, das Durchhaltevermögen und fördert eine offene und ehrliche Kommunikation, sowohl mit sich selbst als auch mit anderen. Wirkung von Tulit auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann Tulit die Selbstheilungskräfte stärken und das Immunsystem unterstützen. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Muskelverspannungen, Schmerzen und Entzündungen. Tulit kann auch die Durchblutung fördern, die Regeneration von Gewebe unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Bevor wir zur Anwendung kommen, schau doch auch gerne nach dem Video unten in die Infobox. Da habe ich weitere nützliche Informationen für dich und einen ausführlichen Steckbrief zum Tulit verfasst. Lass uns weitermachen. Die Anwendung von Tulit. Tulit kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine inspirierenden und motivierenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Tulit auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern. Edelsteinwasser mit Tulit kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditationen kann der Tulit in der Hand gehalten oder auf das Herz, Solarplexus oder Wurzelchakra gelegt werden, um innere Stärke, Selbstliebe und Kreativität zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Tulit. In einigen Kulturen wird Tulit als Stein der Leidenschaft, Lebenskraft und Transformation verehrt. Er soll seinen Trägern helfen, ihre Lebensenergie und Vitalität zu steigern, um so körperliche und geistige Herausforderungen zu meistern. Tulit wird auch als Stein der Künstler und Schöpfer geschätzt, da er Kreativität und Inspiration fördert. Chakren und Sternzeichen des Tulits. Der Tulit wird dem Wurzel-, Solarplexus- und Herzchakra zugeordnet. Er unterstützt die Erdung
und die Verbindung zur physischen Welt hilft, emotionale Blockaden zu lösen und fördert die Fähigkeit, Liebe und Mitgefühl zu geben und zu empfangen. Durch seine Wirkung auf das Solarplexus-Chakra kann Tulit auch das Selbstbewusstsein, die Willenskraft und die innere Stärke fördern. Dem Tulit wird das Sternzeichen Stier zugeordnet, welches vom 20. April bis 20. Mai stattfindet. Er unterstützt die sinnlichen und praktischen Stiere dabei, ihre emotionale Seite zu stärken, innere Harmonie zu finden und ihre Kreativität zu entfalten. Tulit, Pflege, Entladen, Aufladen, Reinigen. Um die energetischen Eigenschaften des Tulits zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Tulit können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen entladen werden. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise bei Vollmond. Oder alternativ kann der Tulit neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Tulit seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Tulits kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.